Check this video out. According to the Quran, Maryam was the greatest woman ever created by God. Let's go ahead and watch this. According to the Quran, who's the greatest woman Allah created? Maryam. You admit it. Mary, the mother of Christ, right? Yeah, the Mary, mother of Jesus. Yeah, chapter 3, verse 42. And she's the only woman mentioned by name, right? Yeah. Can I ask you a question? Why is Jesus' mother the greatest of all women and not Muhammad's mother if Muhammad is the greatest of all men? Mm. What makes her so special? She is the mother of a prophet who spoke wisdom at a young age. What about Amina? Amina, the mother of Muhammad, supposedly gave birth to the seal of the prophets, right? Yeah. So why then is Muhammad's mother not mentioned in the Quran? Why did Muhammad say his mother is in hell with his father? Why? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inshallah, ein neues Video. Wie ihr gesehen habt, dieser Typ, was er sagt über Muhammad a.s. seine Frau. Er fragt, wer ist die beste Frau aus der Welt? Im Koran. Klar, Maryam. Er sagt auch, warum Allah erwähnt, Maryam ist die beste Frau. Also, ich sage es dir ganz einfach. Du wirst gefragt und nicht Allah. Allah hat sie auch aus der Welt fertig. Hat das erwähnt auch, dass Jesus geboren von einer jungen Frau? Fertig. Hat erwähnt, dass Abraham seine Freund? Fertig. Du wirst gefragt, Shampoo oder Shaman oder wie heißt du Devil? Und nicht Allah Azza wa Jal. Aber diese Frage gibt dir ein Knockout. Aber das Problem nicht bei dir, das Problem bei den Muslimen, die reingehen können nicht argumentieren. Okay? Er hat mich sowieso rausgeschmissen einmal. Ich habe ihm eine Frage gefragt, hat mich rausgeschmissen, weil er nicht antworten können. Also die Frage hier, das widerlegt dich sogar, weil du glaubst nicht, dass Muhammad ist ein wahrer Prophet. Wenn Muhammad eine Lügner, und Hasha und möge Allah mir verzeihen, dann Muhammad wird erwähnen, dass seine Mutter ist die Beste. Nicht eine Mutter von einem fremden Mensch. Und nicht eine Mutter von einem Jude. Er sagt, er ist die beste Frau. Das beweist, dass Muhammad spricht nicht von sich selber, spricht nur was offenbart von Allah. Erwähnt eine jüdische Frau und sagst zu diesen Qurayshiten, hör mal, nicht meine Mutter, nicht eure Mutter die Beste, ist die Mutter von Maryam, die Mutter von Jesus, ist die beste Frau. Das gibt dir einen Knockout. Verstehst? Das ist eine Knockout, aber die Muslime, die können nicht argumentieren, geht da rein und blamiert sich. Okay? Das sagt er, und noch dazu sagt er, das erste Knockout, ja, warum Maryam ist die beste Frau dort erwähnt. Also das ist ein Beweis, dass Muhammad ein wahrer Prophet. Zweiter Knockout. Er sagt, warum Muhammad geboren seiner Mutter, der beste Prophet, der Ziel, der Propheten geboren von einer Frau, die Ungläubige. Sie ist in die Hölle. Hör mal, du, ja, Jahel, ja, Shampoo oder wie du heißt immer. Das ist ein Beweis noch dazu, dass Muhammad sein Prophet. Weil normal, Muhammad a.s., er wird sagen, nein, sie ist die beste Frau meiner Mutter, es ist im Paradies mit mir. Aber nein, sagt die Wahrhaftigkeit. Und was machen wir mit Noah? Sein eigener Sohn, Käfer und Gläubig. Was machen wir mit Ibrahim? Der Prophet, der Vater der Propheten. Ihr glaubt auch daran, oder? In der Bibel, auch im Koran. Ist der Vater der Propheten. Sein Vater ist ein Käfer. Und was machen wir damit? Oh, der Vater der Propheten, sein Vater ein Käfer. Warum fragst du sowas nicht? Weil du dumm bist. Du glaubst, dass du hast Argumente. Das ist das Problem bei den Christen. Warum debattieren nur unwissende Leute? Dieser Typ, dieser Shampoo, oder wie heißt er, war bei diesem Scheich in Amerika, weil ich habe vergessen seinen Namen, hat kein Wort gesagt. Warum? Weil er weiß, er wird sich blamieren. Am besten ist, leise und tue alles spazieren hin und her und er sagt nichts. Also, warum Maryam ist die beste Frau? Das ist eine Beweise, dass Muhammad a.s. hat den Koran nicht geschrieben. Ist von Allah. Wenn wäre er Koran geschrieben, dann wird er sagen, dass meine Mutter ist die Beste. Und ich sage zu Ansafat, ja, meine Mutter ist die Beste. Wenn ich ein Buch schreibe, ich werde erwähnen meine Mutter. Und nicht fremd oder Feinde, sag mal, weißt du. Von dieser, sag mal, diese Banu Qurayza waren die Feinde der Muslime, sind Juden. Und Muhammad a.s. sagte, diese Juden ist die beste Frau der Welt. Also, was bedeutet hier? Bedeutet Muhammad ein wahrer Prophet? Aber wenn Idiot spricht, dann kommen nur Müll in ihrem Mund. Muhammad, warum geboren von einer ungläubigen Frau? Das noch beweist, dass dieser Prophet ist wahrer Prophet. Warum? Wenn du sagst, weil er das berichtet hat. Wahrhaftigkeit. Wenn du sagst, das ist ein falscher Prophet, dann sagst du dir, dann Ibrahim ist falsch. Dein David, der Vorfahren von deinem Gott, ist falsch, weil er hat den Sina gemacht, hat alle übel. Der Vorfahren von deinem Gott, Salomon, Salomon ist falsch, weil er hat am Ende Götzendiener betrieben. Dann sagen wir nur der Vorfahren von der Menschheit, fast sozusagen nach Adam, ist auch falsch. Sein Sohn ist ein Käfer. In deiner Bibel auch Lot
ist ein Gläubiger, hat Zina gemacht mit seinem Kind und so weiter und so fort. Was für eine Argumente, aber das Problem nicht bei dir. Das Problem bei den Muslimen. Die gehen dort und können nicht argumentieren, blamieren sich. Okay? Deswegen, liebe Geschwister, lernt eure Religion, bevor dass ihr geht dort und debattiert mit den Christen. Und akhir da'wan, alhamdulillah, rabbil alamin. Schau, ein paar Sekunden habe ich dir bewiesen, dass Muhammad a.s. nach deinem Argument ist der wahre Prophet. حسبنا الله ونعم الوكيل وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.